Tausende von Soldaten starben in einem der kältesten Winter des Jahrhunderts auf den Bergmassiven der Dolomiten. Auf einem davon, dem Col di Lana, gruben sich italienische Soldaten durch Fels und Eis, um den Gipfel dieses Berges in die Luft zu sprengen, der seither den sprechenden Namen Blutberg trägt. Dies ist der Col di Lana, ein 2462 Meter hoher Dolomitengipfel. Er heißt Col di Sangue, Blutberg, weil hier tausende Soldaten fielen und eine der größten Sprengungen des Ersten Weltkriegs gezündet wurde. An der österreichisch-italienischen Front gab es etliche große Schlachten unter Tage. Die berühmteste ist die am Col di Lana. Der Berg war uneinnehmbar, weil von den Österreichern früh befestigt. Die Italiener hatten keine Chance, ihn zu stürmen. Das war aus kriegstechnischen Gründen war der Berg für die Italiener sehr wichtig. Sie wollten einen Durchbruch durch die Dolomitenfront ins Eisacktal, Pustertal erreichen. Und da war dieser einzige Berg als Hindernis. Die widrigen, extrem harschen Bedingungen im Hochgebirge forderten einen hohen Tribut bei den Soldaten. Der erbitterte Kampf um den Col di Lana war ein besonders tragisches Kapitel des Kriegs in den Alpen. Der Col di Lana war eine vertrackte Front. Zum einen war es ein Kampf im Hochgebirge, zum zweiten gab es Sturmangriffe, wie am Isonzo und an der Ostfront. Und den Belten wollten sie um jeden Preis nehmen, während die Österreicher hatten damals nur kleine Personengruppen oben, die ihn verteidigt haben, bis dann aber die Kämpfe so weit gegangen sind, dass die einzige Lösung für Italien die Sprengung gewesen ist. Als Italien am 24. Mai 1915 in den Krieg eintrat, verlief die Grenze zu Österreich-Ungarn entlang der heutigen Region Venetien. Die Schlachten, die dort in den Jahren 1915 bis 1918 stattfanden, werden als Bergkrieg bezeichnet. Unter anderem beanspruchte Italien die Städte Trient und Triest. Die Militärs wollten sie im Handstreich erobern. Das Frühjahr 1915 erschien der italienischen Armee als der ideale Zeitpunkt für die Gebietserweiterung in Richtung Norden und Osten. Doch in den Bergen rund um Cortina d'Ampezzo fanden erbitterte Kämpfe statt, als sich die zahlenmäßig unterlegenen österreichischen Gebirgstruppen auf die leicht zu verteidigenden Gipfel zurückzogen. Italiens Generäle hatten gehofft, das ins Visier genommene Gebiet in einem Überraschungsangriff zu erobern. Stattdessen stand man schnell in einem prekären Stellungskrieg im Hochgebirge. Sie kämpften Sommer und Winter, vor allem bei schlechtem Wetter, weil da waren sie nicht gesehen, da konnten sie vorstürmen. Und im Winter war große Lawinengefahr, sind meistens mehr Tote durch Lawinen gewesen als Gefallene durch den Krieg. Der Gebirgskrieg war sehr, sehr gefährlich von der Natur aus. Bald nach dem Beginn der Kämpfe befahl das österreichische Oberkommando den Rückzug in feste Stellungen auf den Gebirgskämmen. Der Col di Lana bot den Überblick über gleich drei Alpenpässe. Er war der Schlüssel zur Kontrolle des strategisch wichtigen Etschtals, sprich des Wegs nach Innsbruck. Beide Seiten mussten diesen Gipfel unbedingt haben. Andy Hawkins und Julia Richardson, Archäologen der britischen Durand Group, sind spezialisiert auf die Erforschung der Tunnel und Stollen des Ersten Weltkriegs.
Sie sind aus England angereist, um am Col di Lana nach Spuren der größten Sprengung zu suchen, die die Italiener seinerzeit zündeten. Die beiden beginnen ihre Nachforschung genau an dem Standort, den 1915 die österreichischen Artilleristen hielten. Sie treffen sich mit Paolo Tassi, einem ortskundigen Bergretter. Ciao. 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 Hello. Buongiorno. Buongiorno. Der Col di Lana liegt im Nordosten Italiens, nahe der damaligen Grenze zu Österreich-Ungarn. Paolo Tassi bringt die Besucher mit seinem Land Rover so weit wie möglich auf den Berg. Die italienischen Truppen, konkret 6 Regimente plus einige Pionierbataillons, versuchten zwischen 1915 und 1916 immer wieder den Col di Lana zu stürmen, der anfangs vom deutschen Alpenkorps, später von österreichischen Regimentern verteidigt wurde. An der Spitze der Angriffe der Italiener stand Giuseppe Garibaldi II., genannt Peppino. Er war zwar in Australien geboren, doch ein glühender Patriot. Überdies ein Enkel des legendären Giuseppe Garibaldi, tonangebend im italienischen Risorgimento. Anita Garibaldi ist die Großenkelin von Giuseppe Garibaldi. Onkel Peppino war begeistert von seiner Abstammung. Kein Wunder, er war Garibaldis Enkel. Sie standen sich nahe. Anita Garibaldi weiß noch die Kriegsgeschichten, die ihr Vater und Onkel Peppino erzählten, alle beide Frontkämpfer. Der in der Mitte ist Onkel Peppino. Der ganz rechts mein Vater, damals noch sehr jung. Ganz links steht Onkel Sante, daneben Onkel Ricciotti und Onkel Menotti, alle vereint. Sie tragen ein Trauerband am Oberarm, denn 2 ihrer Brüder waren gefallen. Wie sein Großvater war auch Peppino Garibaldi ein kriegserfahrener Kämpe, der an der Seite der Griechen in 2 Kriegen, später in Südamerika, in verschiedenen bewaffneten Konflikten gekämpft hatte. Im Burenkrieg focht er in der britischen Armee. In der mexikanischen Revolution war er Oberst. Garibaldi war genau der Richtige. Der Col di Lana war eine Herzensangelegenheit für ihn. Für meinen Vater ebenso. Er hätte dort um ein Haar das Leben verloren. Der Gebirgskamm wurde erstens von deutschen Soldaten und zweitens den Kaiserjägern, einer österreichischen Elitetruppe, verteidigt. Unterstützt von modernster, schnell feuernder Artillerie. Garibaldi und den Italienern stand nur eine kleine Anzahl betagter Geschütze zur Verfügung. Die Sturmangriffe waren ein Himmelfahrtskommando. Zwischen Juli und Oktober 1915 wurden hier mehr als 15.000 italienische Soldaten getötet oder verwundet. Als die Eliteeinheiten im August 1915 zur Balkanfront abgezogen wurden, übernahmen Landesschützen und Kaiserjäger die Verteidigung des Col di Lana. Einer ihrer Offiziere war der aus der Nähe von Bozen stammende Oberleutnant Anton von Schurzenthaler. Er befehligte die 6. Kompanie des 2. Tiroler Kaiserjägerregiments. Er war eine Persönlichkeit, eine starke Persönlichkeit. Er war sehr sympathisch. Alle haben ihn gern gehabt, aber er war durch und durch Gentleman und Offizier. Unversehens stand Anton von Schurzenthaler im Zentrum einer der größten Tragödien des Weißen Kriegs in den Dolomiten. Im Sommer 1915 stand Italien erst seit 3 Monaten im Krieg. Soldaten aus ganz Italien strömten an die Front. Die italienische Armee wurde zwar mit großem Patriotismus mobilisiert, die Versorgung der Truppe aber gestaltete sich problematisch.
Il soldato italiano del 1915 combatté l'intera guerra. Im Sommer 1915 kämpften die Italiener allesamt mit dem Mannlicher Carcano Karabiner von 1899, einer seinerzeit hochmodernen Waffe mit 6 Schuss. Die Gewehre der Österreicher hatten nur 5 Schuss. Hinzu kam ein Tornister für Handgranaten, Verpflegung und Privates. Mit Schaufel, Bajonett, Feldflasche und Pickel wog alles zusammen über 20 Kilo. Hunderttausende Soldaten wurden in ganz Italien eingezogen und in Brigaden zu je 2 Regimentern zusammengefasst, oft ohne jegliche militärische Ausbildung. So sah ein italienischer Infanterist im Jahre 1915 aus. Grau-grüne Uniform, zunächst nur mit einem Käppi aus Stoff. Einen Stahlhelm bekamen die Infanteristen erst nach einem Jahr Krieg. Dieser Helm, das Modell Adrian, hatte französische Feuerwehrhelme zum Vorbild. Die Italiener produzierten erst 1916 ihr eigenes Modell. Das sah übrigens dem Adrian sehr ähnlich. Die italienische Armee wurde in rasantem Tempo aufgebaut. Die Kriegsproduktion lieferte große Mengen, aber schlechte Qualität. Die italienischen Soldaten erhielten ein einziges Paar Socken. Die Gamaschen aus Wolle wurden zu einem lebenswichtigen Bestandteil der Uniform. Eine weitere Schwachstelle bei der Ausrüstung des italienischen Militärs, speziell der Infanterie, waren die Schuhe. Das Material war erbärmlich schlecht. Zeitzeugen sagten, man könnte glauben, sie wären aus Pappe. Dem italienischen Oberkommando erging es nicht anders als den anderen Befehlshabern an der Westfront. Sie verstanden einfach nicht, wie drastisch sich die Kriegsführung verändert hatte. Das Maschinengewehr, die Waffe bei den Kämpfen des Ersten Weltkriegs, war bei Kriegsbeginn erst im Ansatz entwickelt. Die Maschinengewehre hatten verschiedene Erfinder. Das bekannteste Maschinengewehr wurde von Hiram Maxim entwickelt. Das war ein Amerikaner, der hat einfach einen bestimmten Mechanismus entwickelt, wie man eine Waffe dazu bringen kann, unter Ausnutzung der Rückstoßenergie so lange zu schießen, wie ein Auslösemechanismus betätigt wird. Hiram Maxim muss damit ein ungeheures Geld verdient haben, denn er war der Erste, der ein wirklich praxistaugliches Maschinengewehr konstruiert hat. Das hat sich in weiten Teilen der Welt verbreitet. Für dieses Maxim-System entschieden sich die Russen, die Schweizer, Balkanländer, Deutschland natürlich. Im Maschinengewehr nutzt man die bei jedem Schuss entstehenden Gase der Treibladung zum automatischen Nachladen der Waffe. Die frühen wassergekühlten MGs feuerten bis zu 600 Schuss in der Minute. Auch die Artillerie erzielte Fortschritte mit verheerenden Folgen für die feindlichen Soldaten. Viele neue Typen von Schnellfeuerkanonen und Granatwerfern wurden entwickelt. Bei Sturmangriffen mähten sie abertausende Gegner nieder. Die beiden Briten und ihr Bergführer sind am Fuß des Col di Lana angekommen, bereiten sich auf den langen Aufstieg vor. Genau den Weg, den die italienischen Infanteristen nahmen, um ihre Ausgangsposition für die Angriffe auf die bestens geschützten österreichischen Stellungen einzunehmen. Die Italiener begannen ihre Attacken stets über die Ostflanke des Berges, wo sie einen natürlichen Felsvorsprung nutzten. 2 steile Schluchten führen zwischen den stark befestigten Bergkämmen zum Gipfel. Im Norden befindet sich die Castello-Schlucht. Im Südwesten führen 2 weitere Schluchten, Agai und Salisei, zu einer Felsformation, die wegen ihres Aussehens Napoleons Hut genannt wird. Darunter befand sich die stark ausgebaute österreichische Infanteriestellung 1. Julia Richardson und Andy Hawkins wollen den Tunnel besichtigen, der zu den Sprengkammern führt, mit denen die österreichischen Stellungen auf dem Gipfel des Col di Lana in die Luft gejagt werden sollten. Auch heute ist dies eine anstrengende Klettertour. Damals aber hallte alles vom Donner der Granaten und der Maschinengewehre wieder. Man muss sich nur umsehen.
All diese Schützengräben, alle bestens ausgebaut und verteidigt und so weiter. Das hätte 10-mal, 20-mal so viele Soldaten gebraucht. Dazu die schlimmen Verluste und die Artillerie, die viel zu leicht war. Alles äußerst schwierig. Die Angriffe der italienischen Infanterie auf den Col di Lana von Nordwesten her blieben aufgrund der unzureichenden Artillerieunterstützung und des massiven Beschusses durch die Österreicher den ganzen Sommer 1915 lang erfolglos. Als das Alpenkorps auf den Balkan verlegt wurde und die Italiener endlich Unterstützung durch schwere Artillerie erhielten, verschob sich das Gleichgewicht der Kräfte. Peppino Garibaldi, der neue Befehlshaber, konnte nun einen Angriffsplan entwerfen. Die Verteidiger hatten ihre Stellungen stark befestigt und gaben sich gegenseitig Feuerschutz. Garibaldi entschied sich für einen geballten Angriff auf die österreichischen Stellungen an der Castello-Schlucht. Die Österreicher wurden überrascht und zogen sich nach schwerem Beschuss durch die Italiener am 22. Oktober zurück. Garibaldi befahl nun seinen Infanteristen, die leichter befestigten Stellungen vor Napoleons Hut zu erobern, was 4 Tage später gelang. Die Infanteriestellung 1 war schwerer zu erobern. Wieder und wieder griff die italienische Infanterie mit Unterstützung der Kameraden auf Napoleons Hut aus unterschiedlichen Richtungen an. Am 29. Oktober gewannen die Italiener auch diese wichtige Schlacht. Doch Hunderte von Soldaten beider Seiten starben. Julia Richardson und Andy Hawkins haben den Fuß von Napoleons Hut erreicht, wo sich die stark befestigte Infanteriestellung 1 befand. Vor den Italienern lag noch immer ein weiter Weg bis zum Gipfel. Bei jedem Vorstoß gerieten die italienischen Infanteristen unter schweren Artilleriebeschuss. Trotzdem kämpften sie sich langsam nach oben, indem sie provisorische Unterstände in den Fels schlugen. Am 8. November erreichten sie den Stacheldrahtverhau und begannen, ihn zu kappen. Die italienischen Infanteristen stürmten die Gräben der Österreicher. Aber die Verluste der Angreifer waren so hoch, dass sie sich schon nach wenigen Stunden zurückziehen mussten. Ein Gegenangriff mit massivem Granatbeschuss schlug die Italiener zurück, bis sie eine Zuflucht unterhalb des Kamms fanden. Weitere Angriffe erfolgten über die beiden Schluchten, wo die Italiener einen Laufgraben aushoben, um ihren Nachschub vor feindlichem Feuer zu schützen. Jeder Angriff gab ein fürchterliches Gemetzel, kostete hunderte Menschenleben. Beide Seiten setzten massiv Handgranaten ein. Die Italiener vorwiegend die englische Mills Eierhandgranate, die Österreicher dagegen die langstielige deutsche Handgranate. Beide Typen waren mit einem Zeitzünder ausgestattet, der dem werfenden Infanteristen 4 Sekunden Zeit ließ, um in Deckung zu gehen. Leichte Mörser in den Gräben beschossen die Angreifer. Hinzu kam das Artilleriefeuer schwerer Geschütze. Im Dezember 1915 wurden die Kämpfe wegen des abrupt einsetzenden Jahrhundertwinters eingestellt. Anton von Schurzenthaler war ein junger Kompaniechef der Kaiserjäger, einer zur Verteidigung ihrer Heimat aus Südtirol rekrutierten Truppe. Seine 250 Mann starke Truppe setzte sich aus Infanteristen, Artilleristen und Pionieren zusammen. Ja, meistens waren es nur mehr die Standschützen. Standschützen sind die Verteidiger des Landes, aber die guten Regimenter waren alle abgezogen, waren in Russland an der Front und da waren in erster Zeit waren nur mehr die Jungen unter 18-Jährigen und die Alten, die Greise. So haben manchmal Enkel und Großvater an der Front gekämpft, während die Jugendjahre in Galizien gekämpft und gefallen sind. Die Österreicher hielten diese kleine, unbezwingbare Stellung auf dem Gipfel.
Ihre Truppe wurde wöchentlich abgelöst. Alle Stellungen waren bestens durch Felsen, Sandsäcke und Stacheldraht geschützt. Die Schlafquartiere befanden sich in einer winzigen Felshöhle am Hang des Berges, wo man vor Kälte und Schnee geschützt war. Im Dezember 1915 jedoch fiel die Temperatur drastisch. Der Winter von 1915 war ein Jahrhundertwinter. Und Schnee und Eis sind ein noch schlimmerer Gegner als der Feind aus Fleisch und Blut. Speziell die Lawinen waren eine tagtägliche Gefahr für beide Seiten. Sehr oft wurde die Lawine von einer feindlichen Sprengung ausgelöst. Doch selbst das tat man bewusst und absichtlich. Die strengen Winter im Ersten Weltkrieg dürften mehr als 60.000 Soldaten der Italiener und Österreicher das Leben gekostet haben. Die Härte der Natur übertraf dabei fast noch die Grausamkeit des Krieges. Nachdem Dutzende Sturmangriffe scheiterten, überdachten die örtlichen Kommandeure der Italiener ihre Taktik. Im Januar 1916 hatten sich die italienischen Infanteristen unterhalb des Col di Lana festgesetzt, der weiter von den Österreichern gehalten wurde. Obwohl die Besatzung nur noch aus 200 Kaiserjägern bestand, konnten sie von der Berghöhe aus mit Geschützen großen Kalibers auf die Italiener in den umliegenden Tälern feuern. Über den Monte Sieff besaßen die Kaiserjäger eine perfekte Nachschublinie, während die Gegenseite Ausrüstung und Proviant durch den ins Felsterrain geschlagenen Laufgraben schleppen musste. Auch die beiden Briten der Durand Group und ihr Bergführer benutzen den Versorgungsgraben der Italiener. Alle drei spüren am eigenen Leibe, welche Strapazen die Soldaten beider Seiten bewältigen mussten, bis sie den 2462 Meter hohen Berggipfel erreicht hatten. Enttäuscht, dass es nicht gelang, den Col di Lana im Sturm zu nehmen, riefen die Italiener einen ihrer besten Ingenieure an die Front. Er sollte eine neue Taktik entwickeln, nämlich die Angriffe unter die Erde verlegen. Gelasio Gaetani war der Spross einer uralten römischen Adelsfamilie und Experte für Bergbau und Hüttenwesen. Er hatte in den USA studiert und in Bunker Hill, Idaho, einem der größten Bergwerke des Landes, gearbeitet. Bei Ausbruch des Krieges kehrte Gaetani in seine Heimat zurück und meldete sich freiwillig zum Militär. Er wurde Leutnant im 1. Pionierregiment, alles Mineure und Bergleute. Um diesen strategischen Gipfel einzunehmen, den wichtigsten Beobachtungsposten der Artillerie des Gegners, entwickelte Italien, sprich das Genie Caetani, den Plan eines V-förmigen Stollens, mit dem sich der Gipfel komplett absprengen ließe. Leutnant Caetani bezog sein Hauptquartier in einer Berghütte nahe der Front am Col di Lana und arbeitete den Plan aus, wie man am besten die österreichische Stellung sprengen konnte. Tagsüber überwachte er die Grabungen und die Absicherung des Stollens. Nachts schrieb er Briefe an seine Familie und Freunde und versuchte, genau wie seine Kameraden, aus der misslichen Lage das Beste zu machen. Geplant war, einen Tunnel mit zwei Sprengkammern direkt unter die Stellung der Österreicher zu treiben. Dank seiner Erfahrung in den Gruben von Idaho wusste Caetani, dass erstens ein einziger Sprengsatz nicht ausreichen würde, das Plateau wegzusprengen. Zweitens mochte ein Gegentunnel des Feinds wohl eine der Sprengkammern, keinesfalls aber beide zerstören. Der Stollen war 100 Meter lang, teils bei 42% Steigung. Ganz vorne baute man zwei Sprengkammern, eine gefüllt mit 3,5 Tonnen Sprenggelatine, die andere mit 2 Tonnen. Die Tunnelexperten der Durand Group haben die Reste eines Stollens gefunden.
Es handelt sich um einen Seitenzugang zum weitläufigen Koldilana-Tunnelsystem. Links davon stoßen sie auf Cayetanis ursprünglichen Zugang. Da, der alte Stollen. Nicht groß, sehr eng, aber es reichte offenbar für die Sprengkammer. Der Fels ist geschichtet wie Schiefer, mit der Hacke leicht abzubauen. Obendrein Vulkangestein. Prima, wenn man leise arbeiten muss und die Spitzhacke benutzt. Ja, ein Presslufthammer wäre hier viel zu laut. In nur 3 Monaten wurde der Stollen unter strengster Geheimhaltung gebaut. Im Januar 1916 begannen die Alpini mit den Arbeiten im Fels, der weich und leicht zu entfernen war. Was war mit dem Abraum? Natürlich, den Abraum darf man nicht sehen. Im Schnee wird jedem sofort klar, was da los ist. Und zwar egal, wie leise man gräbt. Zur Tarnung packten die Italiener den Schutt in Sandsäcke und ab damit durch den Laufgraben. Tarnung war alles. Die italienischen Alpini hielten die Operation streng geheim. Vor allem vertuschten sie sehr sorgfältig den Abtransport des Abraums. Der hätte den Schnee verdreckt. Damit wäre den Posten der Österreicher oben auf dem Gipfel sofort klar geworden. Der Feind da unten führt etwas im Schilde. Der österreichische Posten hatte sich eine uneinnehmbar befestigte Verteidigungsstellung ausgebaut. Die Versorgung über den Monte Sieff war optimal geschützt. Und da die Soldaten regelmäßig abgelöst wurden, war auch die Kampfmoral gut. Alle waren zuversichtlich, die Stellung lange halten zu können. Außerdem bemerkten Späher, dass sich beim Feind etwas tat. Bald schon vermutete man, dass ein Stollen gebaut wurde. Die Österreicher bekamen trotz aller Vorsichtsmaßnahmen den Plan der Italiener mit. Daher bauten sie sofort einen eigenen Gegenstollen, direkt über dem der Italiener. Damit wollten sie den Stollen des Feindes sprengen. Ist von oben aus schon ein sehr guter Einblick hinunter gewesen, weil einen Berg so hinaufstürmen ist nicht leicht. Aber sie waren nur so wenig Verteidiger, dass die italienischen Truppen immer näher gekommen sind. Aber sie konnten ihn nicht einnehmen. Bis dann der Schluss war, die erste Sprengung in den Dolomiten, sind dann noch viele gefolgt. Auf österreichischer, deutscher, italienischer Seite, deutscher Seite. Aber das war die erste Sprengung, also die erste Eroberung eines Berges mittels einer Sprengung. Die Kaiserjäger mussten den Stollen des Feindes unbedingt unschädlich machen. Sogleich trieben die Pioniere einen eigenen Stollen in Richtung des Cayetani-Tunnels. Je lauter die Mineure arbeiten, desto leichter lässt sich ihre Position errechnen. Man vermisst das aus verschiedenen Stellen am Berg und gräbt dann einen Gegentunnel dorthin. Der Knackpunkt ist, dass man den Stollen ganz nahe heranführt, ohne durchzubrechen. Dann lagert man Sprengstoff ein und lauscht. Und sprengt, sobald der Feind sich nähert. Zu Beginn waren die Tunnelbautechniken recht einfach. Um eine Grabung zu entdecken, genügten daher simple Mittel wie Horchen oder die Wasseroberfläche in Schüsseln zu beobachten. Später kamen Stethoskope zum Einsatz. Die Briten verwendeten an der Westfront das Geophon, ein doppeltes Stethoskop, das mit Hilfe von Verstärkerplatten die Ortung der Vibrationen ermöglichte. Der Entschluss zur Zündung der Sprengung fiel vermutlich im April. April, ja. Das ergibt rund 3,5 Monate.
Harte Arbeit. Ja. Die österreichische Sprengung wurde am 7. April 1916 gezündet. Die Österreicher gruben ihren Stollen sehr schnell und sprengten ihn sofort. Aber er lag zu tief und richtete wenig Schaden an. Allerdings starben 4 Mineure, die im Stollen am Gas der Sprengung erstickten. Die Grundstruktur des Stollens aber blieb unversehrt. Der geplante Angriff auf den Col di Lana konnte weitergehen. Im Grunde war es eine misslungene Gegensprengung. Jetzt wussten sie, was man plante, nicht jedoch für wann. Stell dir das mal vor, zu wissen, dass ein Tunnel immer näher rückt. Von nun an wussten die österreichischen Soldaten auf dem Col di Lana, was die Stunde geschlagen hatte. Der Posten wurde wöchentlich abgelöst. Demnach war es eine Art russisches Roulette, wer gerade Dienst schob, wenn der Berg in die Luft flog. Und sie haben mehr oder weniger gewusst, heute Nacht oder morgen wird es in die Luft sprengen. Genau haben sie es nicht gewusst, aber es waren die Voraussagen waren so, durch Gefangene oder durch Abhören und so weiter haben sie gewusst, es kann nur mehr ein paar Tage dauern. Und die letzte Gruppe, die oben war, vom anderen Kommandanten, die ist abgezogen worden und er ist hinübergezogen. Und die haben sich gegenseitig ein langes Leben gewünscht. Also sie haben gewusst, es ist vielleicht das letzte Mal, dass sie sich sehen werden. Und es sind eben, bei der Sprengung sind 150 Leute damals in die Luft zerrissen worden. In der Woche vor der Explosion schob die 5. Kompanie des Kaiserjägerregiments unter dem Kommando von Leutnant Valentini turnusgemäß Dienst auf dem Gipfel des Blutbergs. Am 16. April dann erfolgte die Ablösung durch die 6. Kompanie unter Leutnant Schurzenthaler. Glück gehabt. Die Italiener hatten mittlerweile einen 100 Meter langen Tunnel bis unter den Gipfel gegraben. Sie kannten die Lage der feindlichen Stellungen, mussten aber immer wieder die Richtung ihrer Grabung überprüfen, um nicht in die Irre zu gehen. Jede Abweichung konnte für Caetani und seine Pioniere, die das Verminen vorbereiteten, verheerende Folgen haben. Caetanes Tagebuch vermittelt uns einen Eindruck der Gefahren und der nervlichen Anspannung. Ich liege im Bett, nachdem ich heute zweimal auf den Col di Lana gestiegen bin. Ich bin müde, weiß aber nicht, ob ich einschlafen kann. Mein Körper ist erschöpft, aber meine Nerven sind gespannt wie die Saiten einer Geige. Bei diesem Kampf zählen Logik, Psychologie und technisches Wissen. Nie lebte ich mein Leben derart intensiv. Die Arbeit mit der Spitzhacke war mühsam. Aber als die Italiener auf härteres Gestein stießen, mussten sie Sprengstoff einsetzen. Man forderte sofort Artillerie an, um die Geräusche zu überdecken und die Österreicher zu täuschen. Tarnung war das Gebot der Stunde. Damit der Feind nichts von den Sprengungen mitbekam, koppelte man sie mit heftigem Artilleriefeuer. Das war ein Versuch, den Gegner zu täuschen, denn man wusste, dass der ja sehr oft Lauschsysteme im Stollen benutzte. Sprenggelatine vom Typ Gelignite hatte Leutnant Caetani schon oft in den Bergwerken Idahos verwendet. Der Sprengstoff wurde unter größter Vorsicht in Holzkisten transportiert. Wir sprechen von rund 5 Tonnen Gelignite. Man verwendet es im Bergwerk. Letztlich ist und enthält Gelignite Nitroglycerin, das man in Sägemehl und Wachs einbettet. Meist in Form von Stangen. Das alles macht man, weil Nitroglycerin hochexplosiv ist. Leutnant Schurzenthaler und seine Männer waren besorgt, was der Feind wohl im Berg anstellen mochte. Entsetzt hatten sie Bohrlärm belauscht, der gespenstischer Stille wich.
Sie haben gehört, wie sie bohren. Dann haben sie immer, sagen sie bohren, tun sie nicht sprengen, haben sie gesagt. Aber wenn dann nicht mehr gebohrt wurde und kein Auswurfmaterial beim Berg hinunterkommen ist, dann hat man gewusst, jetzt sind sie schon ganz nahe bei uns da, jetzt werden sie bald sprengen. Und dann durch auch Gefangene und so weiter hat man schon irgendwie ziemlich genau das voraussagen können, das Datum. Tschurtschenthaler zog so viele seiner Männer wie möglich in den Stollen zurück und postierte lediglich einige Wachen auf dem Plateau, die den Gegner im Auge behielten. Der Leutnant ahnte, dass ein massiver Angriff bevorstand, daher schickte er einen Melder mit der Bitte um Verstärkung ins nahegelegene Hauptquartier. Nach Monaten akribischer Vorbereitungen seitens der Italiener war jetzt der Zeitpunkt für die Sprengung des Col di Lana gekommen. Wir bekommen kaum noch Luft. Fällt die Lüftung aus, sind wir verloren. Wir hören den Feind über uns graben. Bei uns läuft alles in absoluter Stille ab. Wir sind sogar barfuß, um keinen Krach zu machen. Aber die Arbeit ist getan. Ich werde die Division verständigen. Höchste Zeit, loszuschlagen. Der Bergbauexperte Caetani ließ die Sprengkammer mit Sandsäcken als Dämmung verfüllen, um die Stoßwelle der Explosion nach oben zu lenken. Am 16. April 1916 gab Gelasio Caetani um 22.35 Uhr das Signal. Es folgte ein Augenblick absoluter Stille, gefolgt von einer ohrenbetäubenden Detonation, die den Gipfel in 1000 Stücke riss. Die Explosion war so gewaltig, dass man sie noch in großer Entfernung sah. Sie wirkte wie ein Vulkanausbruch. Zahlreiche Bewohner des Badia-Tals, Dutzende Kilometer vom Col di Lana entfernt, berichteten später, dass ihre Häuser heftig gewackelt hatten. Steinbrocken und Geröll wurden hoch in den Nachthimmel geschleudert. Erdreich und ganze Felsen donnerten die Hänge bis in die Täler hinunter. Auch Leutnant Caetani und seinen Männern verschlug es im Augenblick nach der Explosion den Atem. Einen Moment lang blieb mir das Herz stehen. Ich dachte schon, wir würden alle bei lebendigem Leibe begraben. Aber nein. Der Tunneleingang war nur zu einem Drittel verschüttet. Und just in diesem Augenblick eröffnete unsere Artillerie das Feuer und beschoss die rechte Flanke des Col di Lana. Leutnant Tschurtschenthaler schilderte seine Eindrücke wie folgt. Der Berg bebte, als wollte er in sich zusammensacken. Alle versuchten, ins Freie zu entkommen. Vergebens. Gestein und Erdreich hatten den Ausgang verschüttet. Wir waren Gefangene. Aber rasch gruben wir den Ausgang frei. Nur konnte man nicht hinaus, so heftig war der Beschuss. Wer es gewagt hätte, ins Freie zu treten, wäre des Todes gewesen. Ein großer Teil des Gipfels flog mit allen Soldaten darauf in die Luft. Der Boden war mit Leichen übersät. Mindestens 150 Kaiserjäger waren in 1000 Stücke gerissen. Ja, warten auf den Tod, weil keiner hat gewusst, welches Ausmaß die Sprengung ist. Sie waren am Gipfel und unter dem Gipfel. Am Gipfel war eine kleine Gruppe von 250 Mann und sie waren unterhalb dem Gipfel, aber 50, 60 Meter in einer Kaverne drinnen. Und die hätte auch können gesprengt werden, aber die hat gehalten, die Kaverne. Aber sie wären bald erstickt in der Kaverne. Die Überlebenden zogen sich mit Tschurtschenthaler in die enge Kaverne zurück. Sie lebten, bekamen aber kaum Luft und wussten, dass die Uhr tickte. Ich glaube, das war einfach eine Notentscheidung. Als Offizier muss er für die Soldaten da sein. Wenn er sitzt, ist keine andere Möglichkeit da. Hätte es nichts genützt, wenn diese Kaverne da noch etwas geschossen hätte. Die wären in die Luft geflogen sonst. Die Kaiserjäger im Inneren des Col di Lana bereiteten sich auf ihren letzten Kampf vor. Wie Tschurtschenthaler später seinem Neffen bei einem gemeinsamen Besuch der Kaverne erzählte, war allen rasch klar, dass sie hier nicht lange überleben konnten.
Sie haben auch keine Luft im Schnauf mehr gehabt. Sie haben durch diese Explosion, diese Gase sind hineingedrungen, dann haben sie mit Tüchern und Decken ein bisschen Luft gemacht, damit es hinausgeht. Aber wenn da eine Handgranate hineingeworfen worden wäre, wären sie in die Luft gegangen. Die italienischen Soldaten schwärmten aus und besetzten die Schützengräben des Feindes, während sich dessen Überlebende in der Kaverne verbarrikadierten. Ihr Befehlshaber musste rasch eine Entscheidung treffen. Das Leben seiner Männer stand auf dem Spiel. Es hätte gar keinen Sinn gehabt, sie waren zu 80 Mann in einer Höhle drinnen, zu 80 Mann. Klein ist sie, aber zu 80 Mann sind sie halt drinnen gesteckt. Halt. Jede Verteidigung wäre ein Selbstmord gewesen, weil hätten Italiener nur eine Handgranate hineingeworfen, wären alle in die Luft gegangen. Also er hat das Kommandant Befehl gegeben, keiner rührt eine Waffe an, und hat dann den italienischen ersten Soldaten gesagt, wir übergeben uns, wir haben keine Möglichkeit mehr zu kämpfen. Es war Zeit, sich zu ergeben. Von Georgenthaler führte seine Soldaten auf die wartenden italienischen Infanteristen zu und übergab seine Waffe. Die 80 Mann wurden gefangen genommen und in einer geradezu feierlichen Prozession den Col di Lana hinabgeführt. Mit der Sprengung wollte man ja nicht nur die Stellung erobern und viele Feinde töten, man wollte sie demoralisieren. Dann trifft der eigene Angriff auf nur noch schwache Gegenwehr. Man will sie quasi lähmen. Im Oktober 1917 durchbrachen kampferprobte, von der Ostfront abgezogene österreichische Truppen die italienischen Stellungen bei Caporetto. Die ganze Dolomitenfront brach zusammen. Sämtliche unter so großen Opfern im Hochgebirge errungenen Geländegewinne gingen verloren. Die Alpini mussten sich bis ins Piavetal zurückziehen. Die Kaiserjäger übernahmen einmal mehr den Col di Lana, vielmehr das, was davon übrig war. Die heutige Generation weiß nur noch sehr wenig über den Ersten Weltkrieg. Und ganz wenige kennen noch Geschichten, die ihnen von Zeitzeugen erzählt wurden, beispielsweise Anita Garibaldi und Leutnant Georgenthalers Neffe. Ja, der Erste Weltkrieg ist schon lange vorbei. Die Jugend weiß fast nichts mehr davon. Und die, die überlebt haben, gibt es nur ganz wenige. Il Col di Lana è un vero e proprio cimitero all'aria aperta. Heute ist der Col di Lana im Grunde ein Soldatenfriedhof. Er sollte uns zum Frieden mahnen, ja, aufrütteln. Uns an das sinnlose Leiden erinnern, das die Italiener, die Österreicher, die Böhmen und die Bosnier traf. In einem ebenso sinnlosen wie erbarmungslosen Krieg. Una guerra durissima. Noch heute ist der gewaltige Krater am Gipfel deutlich zu sehen. Er erinnert uns an die zahllosen Opfer, die dieser aberwitzige Krieg unter Tage auf dem Kerbholz hat.